Die Deutschen investieren gerne in einen neuen Flachbildschirm oder einen Fernseher. Sie investieren gerne in ein neues Auto oder vielleicht auch in den nächsten Urlaub. Beim Thema Bildung ist man da schon vorsichtiger. Bei mir jetzt Professor Lothar Späth, Ministerpräsident AD und früherer Jenoptik-Chef und hat viele, viele andere Funktionen, die wir hier gar nicht aufzuzählen brauchen, weil jeder kennt ihn, gerade im Ländle. Und genau über dieses Thema Bildung als unterschätzter Wirtschaftsfaktor, über dieses Thema wollen wir jetzt gern reden. Herr Späth, Frage an Sie zunächst. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass viele, viele Deutschen dem Thema Bildung ganz offensichtlich sehr wenig Bedeutung beimessen? Ja, ich glaube, da sind zwei Dinge wichtig. Der Deutsche liebt gerne, wenn er Geld investiert. Für irgendetwas liebt er etwas Handfestes, also das Auto, der neue Fernseher, Einrichtungsdinge, Investitionen. Bei den Ferien weiß ich nicht, ob da nicht auch schon ein kleiner Vorbehalt ist, wie viel Geld er dafür ausgeben will. Aber auf die Bildung zurückzukommen, ich glaube, der Fehler ist, man meint Wissen. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Vielleicht als Überbegriff. Und dann kommen wir ganz schnell zu dem Thema Wissensvermittlung. Und dann ist ganz starr, ja, ich habe die Bücher gelesen oder ich habe das und das gelernt. Aber das Hineinknien wieder in einen neuen Generalismus, den wir brauchen beispielsweise für eine junge Generation, die einfach aus so vielen Feldern so viel nicht Wissen ansparen muss, sondern Technik, wie erfahre ich das, was ich wissen will, nämlich die große Internet-Arie. Und zweitens, was kann ich daraus für mein Leben machen? Und interessant ist, dass man bei den Asiaten beispielsweise jetzt in der ganzen Welt beobachten kann, mit welch großem Tempo die in das Thema Bildung gehen. Das wollte ich gerade nachfragen. Ich hatte das Glück, vor 2 Jahren in Asien zu sein, in China, und war sehr, sehr beeindruckt von dem unbedingten Lernwillen der jüngsten und jüngeren Generation, um nach vorne zu gehen, Englisch zu lernen. Wie gefährlich ist dieser Wissensdurst der Asiaten, vor allen Dingen der Chinesen und der Inder, für unsere Jugend und für unsere weitere Entwicklung hier in Westeuropa? Ich halte ihn für wirklich gefährlich. In vielen Bereichen haben wir heute noch große Vorsprünge. Aber Vorsprünge sind am Schluss Vorsprünge des Wissens und der Bildung und der Umsetzungsmöglichkeit beispielsweise von kritischer Beurteilung von Mitteilungen, von Informationen. Dieses kritische Umgehen mit dem Wissen ist, glaube ich, eine viel wichtigere Sache, wie die Frage, was habe ich jetzt an neuen Wissenselementen einfach rübergeholt. Meistens nehme ich den Computer und gehe da drauf und dann hole ich mir die Informationen. Das hat aber mit Wissen wenig zu tun, sondern das hat auch viel wenig mit Kritikfähigkeit und Lernen von Kritikfähigkeit zu tun, sondern was wir brauchen ist, dass die Menschen schnelle Fortschritte machen im Bereich von Problemlösungen, im Erkennen von kreativen Denk- und Lösungsmöglichkeiten. Es ist also mehr eine Art wieder Allgemeinbildung, oder früher haben wir das Studium Generale an den Universitäten gehabt, und ich glaube, wir haben noch nicht begriffen, dass an dieser Stelle von Bildung und von Fähigkeit, ja auch schon von Wissensfähigkeit sich anzueignen, dass es die Schlacht zwischen den Asiaten und den Europäern entscheiden wird. Die Börse Stuttgart hat es erkannt, tut viel in Sachen Anlegerbildung, Schulbildung beispielsweise, auch trägt das Thema Finanzen und Wirtschaft und auch Börse auch zu den Kindern und zu den Jugendlichen bis hin zur Stiftung Rechnen, wo es ein großes Engagement gibt. Wie wichtig sind denn diese Themen in diesen unruhigen Zeiten? Ich kenne die Antwort ganz sicher nach dem, was Sie schon gesagt haben, aber gerade nochmal im Zusammenhang die Frage gestellt mit dem Engagement der Börse Stuttgart. Also ich finde das, was die Börse Stuttgart als Reaktion auf diesen Zustand, den Sie beschreiben und den wir alle ein bisschen spüren, macht, ist der einzig Richtige. Wir müssen einfach die Situation von jungen Leuten beim Wissen, beim Erfahrungswissen, bei Bildungsfragestellungen und eigentlich bei der ganzen Grundlagenfrage, was kann ich charakterlich an Fortbildung und so weiter erreichen? Das ist ja auch die Fragestellung, wo die Asiaten beispielsweise immer wieder bei uns nachfragen, warum macht ihr das, warum ist das so, warum kommt ihr so gut damit zurecht? Und es ist kein Zweifel, dass die Asiaten beispielsweise bei den Deutschen besonders gern reingucken in die Karten. Das wissen wir alle. Aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass sie gelernt haben, an der Stelle entscheidet sich
die Wettbewerbszukunft. Die Masse der Menschen wird sich nicht entscheiden, aber aus der großen Zahl von Menschen in Asien beispielsweise, die in den Wettlauf jetzt mit uns eintreten, wenn sie die Zahl nehmen und wenn die so gierig sind, erfolgreich zu sein, also schneller zu werden, besser zu werden, auch in den philosophischen Fragen zu diskutieren, was ist das richtige Gesellschaftsbild, das ist im Grunde eine Neugier, die wir ein bisschen verloren haben, weil wir gesagt haben, also wir brauchen einen bequemen Lebenswandel, nicht? Wir brauchen die richtige Einrichtung der Wohnung, da muss natürlich der Fernseher her. Während etwa in China viele, viele Familien versuchen, ihre Kinder oder Enkel nach Europa zu schicken oder woanders hin zu schicken, einfach um zu lernen, die Elemente, die ihnen bisher entgangen sind. Und wenn Sie die 1,4 Milliarden Chinesen nehmen und sagen, wenn nur 20% in unseren Standard hineingehen, dann haben wir einen Wettbewerber vor uns, der viermal so groß ist wie die Bundesrepublik. Das kann man wohl sagen. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Späth, die Frage. Wir sind am Fuße des Jahres 2011. Wir haben viele Krisen in den vergangenen zwei Jahren gesehen. Es gibt viele Menschen, die mit gewissen Ängsten in die kommenden Jahre schauen. Sie als ganz erfahrener Manager und Politiker, sind Sie eher optimistisch für 2011 oder pessimistisch? Daumen rauf oder Daumen runter? Daumen rauf, ganz eindeutig. ganz komisch auch wieder so eine Situation. Die Asiaten würden jetzt vor Stolz platzen, wenn sie solche Zahlen vorweisen könnten wie wir. Wir haben die besten Zahlen, die wir wirtschaftlich uns überhaupt erdacht haben im letzten Jahr. Wir haben viel bessere Zahlen in der produzierenden Wirtschaft. Unsere Dienstleistungen kommen gut an auf den Weltmärkten im Beratungsbereich. Wir haben eigentlich eine Situation, wo man nur eine Frage immer zurückstellen muss, wenn man kritisiert wird, nämlich sag mir jemand, der besser dasteht wie die Deutschen. Und Sie werden in Europa niemand hören. Sie werden weltweit die Deutschen immer mit an der Spitze haben. Und das ist doch eigentlich ein Zeichen, auf das man stolz sein sollte. Und für mich, ich bin manchmal fassungslos, dass die Deutschen sagen immer, der zweite Satz heißt ja, aber. Mhm. Und wer immer ja, aber sagt, statt toll machen wir, der wird auf die Dauer keine Chance haben, denn auch eine innere Fröhlichkeit und ein innerer Wagemut gehört für das Leben dazu. Und deshalb wünsche ich mir im nächsten Jahr, dass es so kommt, wie es eigentlich kommen muss, wenn wir uns nicht selber schlechter machen, als wir sind. Ein schönes Schlusswort. Gemeinsam schauen wir optimistisch ins Jahr 2011. Ich danke Ihnen, Herr Professor Späth, ganz herzlich für diese Eindrücke und wünsche auch Ihnen ein gutes, ein erfolgreiches 2011. Vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.